Hallo und herzlich willkommen zum neuen Carnicult-Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr das Fußlaufen etwas abwechslungsreicher gestalten könnt und es dadurch auch noch sicherer bekommt. Bleibt dran! Also das Erste, was wir üben wollen, ist zur rechten Seite nachrücken. Rein. Dazu geht mein rechtes Bein ein Stück weg. Der Hund orientiert sich am linken Bein und rückt einfach nach. Das Ganze zeige ich euch gleich noch, wie ihr das eurem Hund beibringen könnt. Und das ist das erste Element, was wir einbauen wollen. Dann gehen wir hin und machen die linke Seite. Dazu wird der Fuß über Kreuz gesetzt. Ein Athos, ruhig. Über Kreuz gesetzt. Und der Hund wird mit dem linken Bein wieder mitgenommen in die Grundstellung. Über Kreuz und linkes Bein nimmt ihn mit in die Grundstellung. Gut. Ruhe. So ist gut. Das nächste, was wir dann einbauen, ist, wir wollen in alle vier Richtungen 90 Grad Winkel machen können. Nach vorne und nach hinten. Das Ganze sieht so aus. Athos Fuß. 90 Grad vorne links. Fein. Gut gemacht. Prima. 90 Grad vorne rechts. Klasse, Athos. Super gemacht. Jetzt machen wir 90 Grad nach hinten, auch rechts. Links nach hinten, der Hund dreht sich mit. Prima gemacht, Athos, fein. Und dann haben wir noch die 90 Grad nach hinten links. Das war das. Da geht das linke Bein nach hinten links. Es ist immer das linke Bein, was sich zuerst bewegt, weil der Hund ist auf der linken Seite und er soll darüber merken, welche Bewegung er machen muss. Vorne links 90 Grad. Hinten rechts 90 Grad. Vorne links. So ist es gut, fein. So, nachdem wir jetzt seitlich und die 90 Grad Bewegungen schon mal gesehen haben, wollen wir natürlich auch noch das typische Vorwärts in verschiedenen Tempo mit einbauen. Das ist das Übliche, das kennt jeder. Schnell, langsam und Normalschritt. Die Rechts- und Linkswendungen. Und wir wollen auch ein, zwei Schritte rückwärts immer mal einbauen. Das Ganze sieht so aus. Wer im Obediensport ist, der kennt das, der muss das da auch üben. Ich zeige euch das nochmal. Rückwärts. Rückwärts. Okay. Und so könnt ihr eurem Hund das Ganze dann beibringen. Okay. Athos. Zuerst das seitliche Nachrücken. Du nimmst Futter in die Hand und dann führst du deinen Hund, Athos aufpassen, einfach in die Richtung. Zuerst ein Stück nach rechts den Kopf, dann wieder zurück nach links. Dahin, zurück nach links, in die Grundstellung, Futter. Hierhin, nach dahin, Futter. Ja, der Hund geht einfach dem Futter hinterher und macht das so. Ne? Es kann sein, dass du das so machen musst und ihn da wieder reindrehen bei deinem Hund am Anfang. Athos kann das natürlich schon ganz gut. Der macht das so. Athos, das gleiche in die andere Richtung. Dann machst du deinen Fuß vor den Hund und dann führst du ihn mit dem Futter in diese Position. Nochmal, Athos Fuß. Hund vor den Hund und rüber. Jawohl, gut gemacht. So geht das im Endeffekt in jede Richtung. Ich mache jetzt den Schritt nach hinten. Einfach dahin, Kopf runter. Und wieder in die richtige Position. Kopf runter, dass er gehen kann. Und wieder in die richtige Position. So ist es schön.
Dann machen wir den Schritt nach vorne links. Und wenn er in der richtigen Position ist, kommt das Futter. Nach vorne rechts. Immer mit links zuerst und nur Futter geben, wenn der Hund auch sitzt. So ist es prima. Jetzt nach hinten links. Ein. Ach, jetzt hat er gestanden. Mist gebaut. Nochmal. So ist schön. Und was fehlt uns noch? Ab das Fuß. Vorne links, ne? Ne, hinten links. So, da ist hinten links. Genau, wenn ihr das so langsam dem Hund beibringt, dann kann der das irgendwann, so wie Arthus es gerade gezeigt hat, auch in schnell. Und damit es nicht wieder heißt, das geht nur mit Mallis und Schäferhunden, hier der Beweis. Klasse. Unser 10,5 Jahre alter Hovi, der kann das auch noch ganz gut. Spitzenmäßig. Einmal noch. Klasse, mein Freund. Jetzt geht's weiter. Pass mal auf. Jetzt machen wir das hier. Guck mal. Zack. Prima gemacht. Und auch nochmal in die Richtung. Guck mal, dahin. Und wieder hinsetzen. Klasse. Jetzt gehen wir rückwärts, okay? Pass auf. Super, Cielo, fein. Pass auf. Vorne links. Spitze. Vorne rechts. Prima. Hinten links. Gut. Quatsch, das war hinten rechts. Und so sieht das aus, wenn man dann alles zusammenbaut. Wer das Ganze trainiert hat, der kann dem Hund das natürlich auch noch auf der rechten Seite beibringen. Also, den Wechsel zuerst. Ab. Fuß. Ran. Fuß. Ran. Fein. Und dann natürlich die ganzen Bewegungen nochmal rückwärts. Seitlich. Vorwärts, zurück. Und wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr das rechts und links kombinieren. Dann wird das Ganze nochmal etwas komplexer. So könnt ihr das Fußlaufen sehr abwechslungsreich und interessant gestalten. Ihr könnt natürlich immer länger die Belohnung rauszögern. Dadurch trainiert ihr, dass euer Hund auch für die Prüfung das lange Laufen dann auch irgendwann durchhält. Aber wenn du immer nur dein Schema von der BH oder von deiner IGBH oder wie die alle heißen oder deine IGP läufst, dann wird der Hund irgendwann abschalten und keinen Bock mehr darauf haben, weil es einfach zu langweilig ist. Also, such dir ein paar Elemente oder auch alle oder auch für beide Seiten aus dem Video heraus und mach das ganze Fußlaufen für deinen Hund spannender. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal. Am nächsten Donnerstag sehen wir uns dann wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund. Arthus und ich sagen Tschüss, bis nächste Woche. Kani, kultiviere dich!
Musik.